Ich bin Andre. Anna 2023 hat Brennerei Bertrand et Everard angefangen, ein Whisky zu produzieren unter der Leitung von meinem Mann, der Jean Metzger. 20 Jahre später ist das Getränk von Widem, so ein Produkt vom Betrieb, das sich ständig entwickelt. Ah, jetzt hier. Jetzt kommt's, ja. Wie viel Prozent sind jetzt der Whisky, was du nicht kommt? Wie viel Grad hat er? 60. Wir machen einen ganz besonderen Moment mit. Als der Gerst, von du im Spätjahr brandest worden, kommt der Fässer. Ah, da haben wir jetzt unser Brand, also der, was Whisky wird, wieder nicht gemacht. Und jetzt wird es gefallen über die da und dann wird es gelabert, bis das es zeitig ist. Siehst du, in der Auswahl der Fässer, hat sich die Qualität des fertigen Whisky abspielt. Der Jean Metzger verbindet jeden Malzbrand mit einem bestimmten Fass. Du sagst mir, dass Pai drauf steht. Und Pai will heißen Vin de Pai. Das sind bestimmte Fässer, wie vom Jura kommen. Und das ist ein Fass, das ist. Was drin gewesen ist, ist ein bisschen säßlich. Und das alles reunit, gibt im Whisky seine Geschichte und seinen Geschmack, wenn er fertig ist. Ob es all die Weinfässer sind oder neue mit Holz aus dem Hagenauer Wald, probiert jetzt der Jean nur elsässische Fässer zu benutzen. Sein Motto, im Whisky zeitlos, außer seine Harmonie findet. Ah, das schmeckt richtig. Kanel, Zimt, ein bisschen Vanille, ein bisschen Likör de Noix. Das kommt vom Lager. Das ist jetzt 10 Jahre alt. Es ist immer objektiv, 10 Jahre zu haben, weil es ist halt angenehmer zu trinken. Die meisten Whisky werden ja reduziert. Kommt Wasser dazu, damit es nicht so storig ist. Aber das ist, wenn man in Menge will schaffen. Brennerei Bertrand et Everard hat 2023 noch 130 Jahre Schnapsproduktion auf der Whisky gewählt. Ungefähr 130 Liter Bier werden hier jedes Jahr gebrannt für 6000 Liter Whisky. Nichts zu vergleichen mit der grossen Struktur in Schottland. Im Elsass verteidigen wird Betreiber ein lokales Produkt von Hand hergestellt. Wir haben die Chance, dass wir im Elsass eine Identité géographique oder eine Indikation géographique haben, dass der Whisky d'Alsace hat seine Renommée auch als Appellation. Und es ist auch wichtig, dass die Leute verstehen, dass das Whisky vom Elsass trinken und nicht von irgendwo anders, wenn sie in Everard sind. Als wir angefangen sind, sind wir allein gewesen im Bara in Everard. Vor 20 Jahren hat niemand noch Whisky gedacht. Und auch, wie wir angefangen haben, natürlich haben sich da andere Leute auch dafür interessiert. Und heutzutage sind wir über 10, 15 im Elsass, wie Whisky produzieren. Ein Elsasser Whisky, der sehr langsam im Ausland einen Platz macht. Der Jean innoviert ständig. Vor 10 Jahren hat er den Pirsky erfunden. Pirsky ist, wie es auf dem Etikett steht, gell, hat Elsässer Eau de Vie de Bière et de Malt. Noch einmal ein neues Getränk, süssiger aus der Whisky, wo nicht teils Wirtschaft schon gefällt. Salut, bis zusammen. Na, was ist? Hast du ein gutes Dessert gemacht heute? Alors, oh, wow. J'ai fait un chou craquelin avec une crème diplomate Birski. Schön, schön. Et une crème de marron. Oh, fatigue. Prima. Du haben wir Chance jetzt. Wir haben ein Restaurant. Und neben dem Bier verkaufen sie auch Produkte. Und die Leute, die am Tisch sind, können danach ins Geschäft gehen und können kaufen, einen Teil davon, was sie probiert haben. Mit dem Bierski wie mit dem Whisky hat der Jean Metzger in der Brennerei Bertrand, die jetzt zu Wolfberger kehrt, eine Jeschwunga. 80% der Produktion ist jetzt Whisky. Und jetzt ist es Zeit für unseren Weihnachtsgenuss. Für den Claude Ernenwein müssen unbedingt Springerle auf dem Tisch sein.
Ich bin Töpfer in Marmoutier und ich mache Springerle aus Ton. Weihnachten wird kein Weihnachten ohne was? Weihnachten ohne Springerle ist kein Weihnachten. Springerle ist ein Spezialteig, wie der Relief behält im Bauern. Meine Großmutter hat es gemacht und da habe ich gelernt, vor Weihnachten mache ich eine ganz große Sendung von Springerle. Und die ganze Familie tut sie genießen? Ich meine, es gehört einfach jo, dazu. Ah ja, die freuen sich. Sie waren geschickt bis auf Australien. Weil mein Sohn wohnt in Australien und muss sich ein Springerle haben, vor Weihnachten zu verbringen. Was hat der Teig Spezielles an sich? Eier, Zucker und Mehl. Aber nicht was wichtig ist, die, wenn sie formiert sind, müssen sie 24 oder 36 Stunden trickeln, vor dass man sie bauen kann. Sonst verschwindet der Relief. Ich mache sie nicht in einer Kartonschachtel und Nüsse auf den Fenstersimsen. Und mit der Festigkeit, wie wir da hier im Dezember haben, waren sie in 4-5 Tagen gut zum Genießen. Das gehen wir jetzt versuchen. Dass sie also gut sind, also nicht trocken sind und dass sie nicht hart sind.